Max Pilze Vorteil am 1. April. Wir rufen die Sabrina an. Hallihallo Sabrina, grüß dich. Hörst du mich? Siehst du mich? Ja. Ja, ich sehe dich. Hey. Hallo. Ja, du hast mir geschrieben, du hast ein Mittel mit dem Mensch, du hast gerade ein bisschen Neurodermitis. Ich sage das ganz offen, weil dann, du weißt ja, du wirst genau. Meine Schwägerin, die den hieß, die hat vorher auch zugeschaut gerade, die hat das auch ziemlich stark. Nicht so, wie man sich schämen muss. Eine einfach beschissene Krankheit. Ich glaube, die. Ja, gut, Coronavirus ist, glaube ich, Nummer one und dann kommt, glaube ich, schon Neurodermitis irgendwie. Aber lass dich dadurch nicht stören. Weißt du, was übrigens super gut hilft, was ich mir habe sagen lassen? Von einer Bekannten von mir. Ja. Sind diese Euros-Produkte. Kennst du Euros? Nein. Nicht? Ja, machen wir mal Werbung hier. Das ist Euros. Die Verpackung ist wirklich nicht so toll, wird jetzt die Britta sagen. Und ich muss sagen, ich habe das als Handpflegeprodukt auch für mich und auch für meine Familie. Und die Denise, eine Schwägerin von mir, die hat auch recht wirklich schlimm Neuro. Immer wieder mal diese fiesen, miesen, dreckigen Schübe, die man halt da so hat. Ne? Und ja. Der habe ich jetzt gesagt, Euros hier, und die hat sich jetzt so ein Paket mal gekauft. Und zwar, da gibt es eine Pflege für die Babys bei Neurodermitis. Und die ist mega gut. Die hat kaum noch was. Das ist so eine Art Ersatzkortison. Die schmiert sich das überall hin. Und ist halt mega gut. Also geh mal in die Apotheke und frag nach Euros. Die machen jetzt auch ein neues Logo, habe ich mir sagen lassen. Und also ich muss sagen, das ist echt eine gute Sache. Und ich nehme es auch gerne als Handcreme. Nein, ich habe nichts davon, dass ich Euros in die Kamera halt dann empfehle. Aber wenn ich an ein Produkt glaube und es gut finde, dann sage ich das auch und bin da auch ganz ehrlich. Wenn ich dein Gesicht sehe, denke ich mir, Mensch, es kann ja nur helfen. So, genau. Sabrina, also du bist jetzt bei Marx Neurodermitis Beratung heute. Aber ich mache auch Piercing Beratung. Nein, Spaß beiseite. Also schieß kurz los. Du warst bei mir stechen. Wir haben schon ein paar Mal geschrieben. Snake Eyes und eine Viereraktion haben wir gemacht. Snake Eyes, Scoop, Ashley und Industrial. Okay. So, zeig her. Okay, das ist das Scoop jetzt, das vertikale Scoop. Genau, ne? Genau. Jetzt fangen wir mal der Reihe nach an. Wo sind deine Hauptprobleme aktuell? Das Scoop und das Industrial. Okay, was gefällt dir am Scoop nicht? Diese Rumulde. Also die Zunge. Die Kugel zieht sich in die Zunge vorne. Wir haben es in der Banane ja gemacht bei dir. Ja. Wegen der Länge. Ja, ich würde sagen, du warst einmal beim schlechten Piercer, ja? Nein, also Spaß beiseite. Du weißt, ich bin auch mit mir selbst sehr kritisch. Ich kenne diesen Fall. Das ist sehr oft der Fall. Deswegen ist auch gut, dass wir skypen, weil wir haben ein paar Mal ja geschrieben schon per Insta und so. Ja. Und es ist toll und schön, aber es ist nicht perfekt, weil wir sowas, wenn ich es jetzt so sehe, ist einfach immer anders, als wenn ich ein Foto habe. Also was ich dir empfehle, meine Liebe, ist die Anti-Wildfleisch-Disc. Mach dir die Disc, klickt am Boden, super. Wie können wir da festkleben? Warte mal, vielleicht, ich kann zeig's mal kurz mit einem. Da ist er auf einem Labrett jetzt drauf, warte, ich hab's nicht mehr sehen. Ja. Da ist er auf dem Labrett drauf, die kannst du natürlich auch auf dem Zungenpiercing drauf tun, auf dem Zungenpiercing klar. Das geht ganz genau so, weil natürlich die Disc, wir haben die ja extra entwickelt und die haben natürlich, weil wir nicht dumm sind, haben wir die natürlich auch so gemacht, dass die auch auf den 1,6er Stab geht. Das Loch ist zwar kleiner, aber die bleibt auf dem 1,6er Stab genauso gut drauf und hält natürlich genauso gut auf 1,6 wie auf 1,2. Wäre ja doof, wenn nicht. Und die drückt uns jetzt mal quasi wie eine Beilagsscheibe zwischen deine Zunge und diese Mulde und dann schließt sich das Ganze wieder. Und wenn dieser Kegel sich schließt, ist dein Mund quasi wieder in Ordnung. Dann ist wieder alles, sag ich mal, soweit erledigt. Dann hast du das wieder, wieder vom Tisch, den ganzen Quatsch. Das heißt, das dauert sicherlich ein paar Tage, die Zunge ist aber recht schnell, weil es Schleimhaut ist und auch stark durchblutet. Also ich schätze mal so in 3 bis 6 Tagen, je nach Geschwindigkeit deiner Mundschleimhaut, ist das Thema wieder erledigt. Okay. So, das wäre also mal zum Scoop. Eventuell mit kleineren Kugeln würde ich nicht experimentieren momentan, weil das eigentlich uns eher das Problem verstärkt, weil der Druck stärker wird. Der Stab ist ja vom Gefühl lang genug noch, oder? Zeig nochmal kurz. Ja, ist okay. Was macht mein Snake Eyes? Das ist okay, das war ja auch eine Zeit lang so drin, ne? Auf der einen Seite. Ja, das ist besser, also. Ja, finde ich jetzt besser generell. Ich meine, natürlich muss man sagen, du hast natürlich auch mit sowas, sag ich mal, die. Du hast natürlich.
Das habe ich dir schon beim Stechen gesagt, das volle Programm. Ne? Also mehr kann man kaum noch machen als Snake Eyes Scoop. Wir hätten noch einen Zungen- oder Venoms dazu stechen können. Ja? Dann hätten wir uns endgültig in den Kopf schießen können. Ja? Aber wenn du jetzt in Wien wärst, selbst beim Corona, dürfte ich dich gar nicht dran nehmen. Ja. Aber wir kriegen das auch so hin. Also Anti-Wildfleisch ist drauf, fertig. Bestell dir vielleicht das 5er-Set. Guck, was du beim Industrial brauchst. Weil vielleicht möchtest du auf dem Snake Eyes auf einer Seite auch noch eins drauf tun. Das schauen wir uns ja, mal an. Ja, ich glaube eher, das waren meine Fingernägel, weil ich verschluck die Kugeln ständig. Okay. Und jetzt habe ich nimm mal eine Küchenrolle, reiß dir ja so zwei kleine Fetzen runter und die legst du dir quasi einfach so um die Kugeln rum, drauf. Die saugen sich natürlich sofort fest, weil sie nass werden, das sollen sie auch. Und dann drehen wir richtig an, ja? Und dann halten die auch, okay? Ja. Gut. Was ist mit dem Industrial? Ich glaube, ich kriege oben, also, dumme Hase, oben und hier innen Wildfleisch. Mhm, ich sehe es. Deine Haare sind zu lang, Schnuckelhase. Ja, ich weiß. Und zwar die pieksen ganz genau da drauf und so ein Haar ist messerscharf. Also man kann sich die Haare ja wirklich senkrecht in die Haut stecken, wie Nadeln. Das kennt der Friseur oft und das ist bei dir auch der Fall. Deswegen, einen Rasierer hast du daheim, das ist eine Nagelschere, eine Küchenschere oder ein Teppichmesser. Das würde ich zum Schluss nehmen. Aber irgendwas hast du sicherlich. Ja, nicht vor, jetzt machen, gleich nachher, ja. Weil dann ist es, das hilft dir wirklich ganz, ganz viel. Das ist der Grund, warum Frauen oder Männer mit ganz kurzen Haaren oder Sidecuts, die Frauen gar kein Problem mit Industrial haben. Das ist so ein Klassiker. Mhm. Nummer 1, Nummer 2, Wildfleisch ist ein bisschen da. Das ist ja noch der Titanstab von mir, oder? Ja. Okay, das ist auch gut. Das ist ja auch erst 5 Wochen her, also. Okay, ja, wollte gerade sagen. Also dann ist es soweit okay. Die Länge ist auch, zeig's mir mal bitte von der Seite. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall eine Disk dazwischen bei beiden Stellen, ist null Problem. Dann macht es. Dann würde ich mir mal so ein 5er-Set Disks bestellen. Ich schicke dir kurz die Links per Skype unten. Mhm. Weil dann hast du 5 Disks, das reicht für die Zunge mal. Dann hast du da immer noch 3 übrig, also das passt super. Brontolin-Sprint hast du eh noch, nehme ich an. Und dann kriegen wir es im Kopf. Ja. Und die Stäbe brauchst du eigentlich nicht, weil die Stablängen mir auch, finde ich, jetzt gefallen für das ganze Thema. Okay, aber ich habe jetzt eine Frage. Kriege ich auch die Disks hier unten rein? Klar. Weil die hat doch gar keinen Halt dann, oder? Naja, wie gerade schon erklärt, ist das Loch etwas zu eng. Und schau, ich kann es sogar daran festhalten. Ist okay, gut. Schütteln wie ein Verrückter und es bewegt sich kein Millimeter, weil es da wirklich sehr eng drauf sitzt. Das war also mein Wunsch damals auch, weil ich wusste, bei 1,6er Piercings brauche ich genau das, dass das wirklich bleibt und nicht irgendwie durchrutscht. Und deswegen habe ich die quasi eine oben. Du machst quasi... Ziehst das Piercing ein Stückchen raus, machst die eine das drüber, machst es wieder durch, machst die zweite drauf, schraubst zu, fertig, tschüss. Okay. Ja? Gut. Das schaffst du. Sonst geht's dir gut? Ja, klar. Sonst geht's dir gut? Ja, noch eine Frage, kann ich mein Essen schon wechseln? Mach mal, drück mal dagegen. Locker lassen. Jetzt den Mund normal lassen. Ja, können wir 2 mm kürzer machen. Ja, würde ich machen. Ja? Du hast jetzt von mir drin einen 12er, wenn ich mich richtig erinnere, Sabrina. Ja, warte, ich gucke jetzt mich. Oh, ja, das war 12. Ich glaube, aber du hast mir den nochmal kleiner mitgegeben. Schau, ich wusste damals schon, dass ich wusste schon, die Kunden, die ich damals steche, habe ich schon in weiser Voraussicht, wenn ich ehrlich bin, da war ja Corona schon ein Thema und ging los. Da haben wir schon gedacht, wenn der Mist bei uns kommt, habe ich den Kunden schon allen sehr konservativ Schmuck gegeben, auch beim Industrial. So, dass ich wusste, wenn was ist, dass man nur eine Disc drauf tun muss. Ohne mich jetzt selbst zu loben. Das habe ich wirklich schon antizipiert, weil ich habe natürlich, ich habe es niemand gesagt, aber ich habe Angst gehabt, dass genau das kommt, was wir jetzt haben, dass wir so ein Lockdown-Szenario haben wie in China und die Leute dann nicht mehr kommen können. Und da habe ich schon damals gedacht, komm, mach lieber gleich mal auf Prophylaxe. Und es hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass ich da nicht experimentell, sondern konservativ war. Ja. Also kein Problem, dann mach das drauf und fertig. Okay. Gut, meine Liebe, dann danke ich dir, dass es doch noch geklappt hat. Wenn noch was ist, meldest dich bei mir. Ich wünsche dir alles Gute. Und wie gesagt, euer Boss, schau dir das mal an, ob du da was brauchen kannst für deine Neuro. Ansonsten wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Und wenn noch was ist, meldest dich nochmal. Du kannst mir auch bei Skype schreiben und sagen, hey, Marc, ruf mich zurück dann und dann, weil ich bin jetzt jeden Tag im Studio, schlag die Langeweile tot und versuche die Leute zu erreichen und ein bisschen zu helfen. Okay. Alles klar. Sabrina, danke dir, alles Liebe. Tschüss, Papa, ciao, ciao. So, das war die Sabrina.
So, meine Lieben, ja, das war eine kleine Hilfeaktion. Ich werde jetzt auch Sabrina noch kurz das schicken. Ihr wisst, auf www.piercing-megastore.de könnt ihr euch das alles bestellen. Und dann werden wir für die Sabrina jetzt nehmen die Anti-Whiplash-Disc. Hier haben wir sie. Zack. Link kopieren. Zack, peng. Zack, peng. Zack, peng. Abschießen. Fertig. Das war's. So. Eben groß Mark. So. Wenn ihr auch ein Problem habt mit euren Piercings, Zungenpiercing, egal was, wie, wo, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Das ist Marks Piercing Soforthilfe unter mps@piercingstudio-wien.at und natürlich www.piercingstudio-wien.at und www.piercing-mega-store.de. Kriegt ihr mich, könnt ihr mich erreichen, euch anmelden für das Ganze und alles Zuschauer hier bei Facebook. Servus, grüß euch, schön, dass ihr dabei seid und jo. Schaut weiter zu, wenn ihr was braucht, meldet euch direkt bei mir. Ich bin live bei Facebook die ganze Zeit. Das ist mein viertes Video, ich habe noch ein paar auch vor mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marc.